Der asiatische Drache. Ausländische Direktinvestitionen. Ist das Jahr des Drachen. Es findet alle 12 Jahre im chinesischen Tierkreis statt. Es wird gesagt, dass das Jahr des Drachen ein sehr erfolgreiches Jahr für die Leute in China sein soll. Außerdem soll jeder, der in diesem Jahr geboren ist, gesund, reich und weise sein. Im Jahre 2003 wurde China ein asiatisches wirtschaftliches Kraftwerk. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1,4 Billionen US-Dollar und dem zweitgrößten Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen weltweit. Warum ist China eigentlich so konkurrenzfähig? China agiert in einem gewaltigen Ausmaß mit einer riesigen Bevölkerung, woraus eine Fülle von Arbeit und eine gewaltige Nachfrage resultieren. Die Geschichte von China. Die Wirtschaft von China hat sich im Jahre 1949 isoliert, als die Kommunisten unter Mao Zedong an die Macht kamen. In den späten 70er Jahren übernahm Deng Xiaoping die Macht. Er reformierte ein System, das mehr auf Angebot und Nachfrage reagierte und verbesserte die Effektivität durch die Bereitstellung von Produktionsanreizen. Dies führte zu zahlreichen privaten Unternehmen im Servicesektor als auch in der Leichtindustrie. China wuchs sehr schnell als Resultat dieser Reformen und öffnete die Wirtschaft für ausländische Direktinvestitionen und Handel. Im Jahre 2001 trat China der World Trade Organization bei. Durch die Mitgliedschaft ist China ein Teil der Weltgemeinschaft geworden. Zudem ermöglicht die Mitgliedschaft China eine Teilnahme in anderen Märkten. Es hat sich gegenüber dem Rest der Welt mehr geöffnet. Der Handel mit Japan und anderen ASEAN-Ländern stieg rapide an. Dies ist der Grund, warum China der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen weltweit ist. Mit 53 Milliarden US-Dollar im Jahre 2003. Ende 2004 lag der aktuelle Betrag von ausländischen Direktinvestitionen bei 1.096 Milliarden US-Dollar. Im Jahre 2003 war China die siebtgrößte Wirtschaft bezogen auf die Wechselkurse und die zweitgrößte Wirtschaft bezogen auf die Kaufparität. Das Pro-Kopf-Einkommen in 2003 war 1.100 US-Dollar bezogen auf die Wechselkurse. Das Wachstum von einem Land kann mit Hilfe des Bruttoinlandsproduktes gemessen werden. Das Bruttoinlandsprodukt ist C. persönlicher Konsum plus G. Ausgaben der Regierung plus I. lokale und auswärtige Fremdinvestitionen plus X minus M Nettoexporte. Das Bruttoinlandsprodukt von China zeigt 1980 bis 2003 deutliches Wachstum von durchschnittlich 9,5% jährlich. Das größte Wachstum ist im Jahre 1992 von 14,2%. Anschließend ist das Wachstum im Jahre 1999 zu 7,1% gefallen. Chinas Bruttoinlandsprodukt hat im Jahre 2003 die 1,4 Billionen US-Dollar-Marke erreicht und ist stetig angestiegen bis 2010.
Dies hat China zur zweitgrößten Wirtschaft weltweit gemacht. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt zeigt nicht den Reichtum des Landes. Man kann den Reichtum des Landes mit dem Pro-Kopf-Einkommen herausbekommen. In 2003 war das Pro-Kopf-Einkommen 4.995 US-Dollar und stieg an bis 2010. Zu diesem Zeitpunkt wurden hunderte Millionen von Menschen aus der Armut gezogen. Laut der Aussage von chinesischen Experten hat das Einkommen durch ausländische Direktinvestitionen das dringend gebrauchte Kapital eingebracht, also auch Technologien, Fachwissen, Ressourcen im Bereich Service und Zugang zum Weltmarkt. Es wird erwartet, dass China weiteren Fortschritt in einer maßgeblichen Zeit erlebt. China hat sich zu einem exportorientierten Land entwickelt, vor allem für Textilien, Maschinen und elektronische Produkte. Die immensen Kürzungen bei den Importtarifen haben den internationalen Handel angetrieben und China zum viertgrößten Exporteur und drittgrößten Importeur gemacht. Chinas Politik und Wirtschaft. Wie wir alle wissen, ist China ein kommunistisches Land, wobei die Regierung sehr großen Einfluss und große Kontrolle in verschiedene Aspekte im Leben eines Chinesen hat. Deshalb ist die politische Macht die Grundlage der wirtschaftlichen Stärke. Die Regierung zeigt Grundsätze und Nutzen auf, wo investiert werden kann, wie zum Beispiel in der Verwaltung, Steuern und auch für Subventionen. Die negative Auswirkungen von der kommunistischen Regierung sind, dass China von ökonomischer Unsicherheit geprägt ist. Dies ist auch der Grund, warum viele ausländische Firmen China finanziell unterstützen, weil es zur kommunistischen Partei geht. Die erfolgreichen asiatischen Wirtschaften sind marktgerecht und handelsorientiert. Die inländischen Einsparungen sind von weniger als 80 Millionen Dollar auf 900 Millionen Dollar angestiegen. Von der Zeit, als die Reformatoren an die Macht kamen, im Jahre 1978 bis 2001. China zählt zu den Ländern mit der am schnellsten wachsenden Bevölkerung. Zudem hat es eine gute Lage für den Handel zwischen Asien und Europa. Wie wir wissen, ist China der Markt mit dem größten Wachstum in der Welt. Deshalb ist China ein potenzieller Markt für Investoren geworden. Arbeit und Löhne sind die Attraktionen in China. China hat eine immense Arbeitskraft durch die Anzahl der vielen Bürger, hart mit niedrigen Lohnkosten und flexiblen Regelungen. Dies sind Vorteile für ein Unternehmen, um zu investieren. Auf der anderen Seite bevorzugen viele gebildete chinesische Menschen, im Ausland zu arbeiten. Viele Unternehmen in der Leichtindustrie beschäftigen Arbeiter, die nicht qualifiziert sind, um Kosten einzusparen. Die Arbeiter mit niedrigem Bildungsniveau klagen nicht über die niedrigen Löhne, weil sie das Geld dringend brauchen. Viele ausländische Investitionsprojekte sind Joint Ventures mit chinesischen Partnern. Die Partnerfirmen informieren sich gegenseitig über ausländische Technologien und versuchen oft öfters einen Vorteil daraus zu ziehen. Wenn man es vom technologischen Blickwinkel betrachtet, gibt es zwei Parameter, die das wirtschaftliche Wachstum beeinflussen. Der erste ist, dass China die Erforschung und Entwicklung an die Internationalisierung anpassen muss. Dann hat China eine Flexibilität in Sachen Konkurrenzfähigkeit. Der zweite ist, dass sie den lokalen Absichten entsprechen müssen. Einerseits von der Bildungsseite und andererseits von der Forschungs- und Innovationsseite aus. Ausländische Investoren
stellen meist nicht nur Kapital zur Verfügung, sie sind auch verantwortlich für technologische und leitende Fähigkeiten. Was können wir von den ausländischen Direktinvestitionen in China lernen? Erstens, China wird zum wirtschaftlichen Motor des Wachstums in Asien. Es ist ein Land mit wirtschaftlicher Macht. China zieht viele andere Länder an zu investieren und wird immer mehr zu einem exportorientierten Land. Der letzte Punkt ist, dass sich die Regierung nicht entschied, den Renminbi zu entwerten und zudem den US-Dollar als Währung des internationalen Handelns zu nutzen. Der Renminbi löst nichts aus, die Regierung kann ihn abwerten, aber die Kosten für die Devaluation werden ein globales Thema bleiben. Was wird die chinesische Regierung machen, um China konkurrenzfähig und um es noch attraktiver für ausländische Direktinvestitionen zu machen? China muss in die Entwicklung von Technologie investieren, zum Beispiel durch die Schaffung vieler innovativer Unternehmen. Zudem muss es auch in Wissen und Bildung investieren, durch den Aufbau von hochkonkurrenzfähigen Systemen und Schulen. Es muss versuchen, andere Branchen neben der Produktion zu entwickeln. Zur selben Zeit sind Chinas neue Herausforderungen die Verbesserung von staatlichen Unternehmen, um Kapital effizient bereitzustellen, zusätzlich makroökonomische Werkzeuge zu entwickeln und die Wirtschaft zu stabilisieren.